Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier auf Caldera, der Insel der Dämonenjäger. Und ja, ich möchte mich denen auch anschließen, aber jetzt werden wir noch schauen, dass wir alle Quests, die wir erledigen können, auch erledigen. Und werden jetzt auch gleich mit Eldrick sprechen, weil wir haben ja die Kristallportale zerstört und bin gespannt, ob wir ein schönes Lob bekommen. Hallo, ich will Dämonenjäger werden. Noch nicht. Das kannst du mir beibringen. Echt? Schade, jetzt dachte ich schon, ich kann hier was abgeben. Nix da. Dann muss ich mich hier wohl mit einer Quest begnügen. Hier bei Henrik Quest das stumpfe Opfermesser. Ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Oder die Quest kommt erst, ich bin mir da noch nicht sicher. Aber irgendwas ist hier mal faul und ja. Also, Pech gehabt. So, Schmiede, Wunderreiser, neu, ja, okay. Krönungsschwert, das Wunderreiser. Da weiß ich noch nicht, wie ich das zweite Teil finde. Ich muss mal kurz schauen. Reich der Schatten, öffne das große Tor. Gehört das zusammen? Nö, oder? Das ist eigenständig. Ja, das ist eigenständig. Gut, also ich glaube, questtechnisch, Piratenallianz, ich fürchte, wir haben, oder ich glaube, wir haben hier alles fertig. Das wäre die letzte Quest gewesen. Ich schaue gerade nochmal durch. Das Tafelsilber brauchen wir noch ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt da verschwindet, sonst muss ich das noch vorher machen. Magische Effizienz. Ramons Ausbeute. Kiskos. Nonatus. Ah, aha, da haben wir was. Da muss ich nochmal nachschauen. Die Quest habe ich gesucht. Gut, dass ich nochmal schaue. Okay, da muss ich nochmal hin. Gibt's hier auf... Hier ist er auf Kila und hier ist er auf Kalador. Dann werden wir den zuerst nehmen. Ha, siehst du? Hier drüben. Kann ich mich gleich porten? Ja, passt. Siehste, hätte ich schon fast was falsch gemacht, vielleicht. Ah, eine Taverne. Auch Schankstube oder Schenke genannt. Wen interessiert, wie so ein Schuppen heißt? Ja, ja, ich merke schon, dich interessiert nur das Bier. Ja. Hallo, und zwar, schon Bergkristalle gefunden? Schon Bergkristalle gefunden? Ja, aber woher weißt du davon? Faruko hat mich geschickt, sie abzuholen. Ja. Das trifft sich gut. Ich komme die nächste Zeit eh nicht nach Taranis. Ich habe 5 davon am Flussdelta im Westen gefunden. Hier, nimm sie. Ja, sehr brav. Gut, dann hätten wir das auch schon. Dann die nächsten. Genau, das habe ich total übersehen. Antigua nochmal und Kila. Okay, das passt eh gut. Dann nochmal mit der Karte. Also nochmal mit dem Schiff weg. Da müsste ich zum Fischerdorf runter, ne? Bäh. Na gut, eine Hatscherei nochmal. Entschuldigung vielmals, das habe ich total übersehen. Die Quest. Dabei war es eh so einfach, sie zu finden. Ja, ja. Muss ich halt einen kleinen Sprint zurücklegen. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Ruhm- und Ehrepunkte, indem wir irgendwas plätten vielleicht. Oder auch nicht. Ah, davon ist eh schon das Ruderboot. War jetzt nicht so eine schmerzvolle Zeitverschwendung. So. Tada, tada. So, da an Bord gehen. So, ich muss jetzt nochmal weg. Und zwar ins See stechen. Wie war das? Kila und Antigua, ne? Also zuerst Kila von mir aus. Dann mal los. Weltenbummler. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. So, meine Quest. Logbuch. Hier, Leonard. Aber dann müsste man normalerweise schon gesprochen haben, oder? Da war doch hier drüben. Nö. Dann haben wir doch gesprochen. Dann halt nochmal. Muss ich halt jetzt rüberschwimmen, leider. Upa!
So, dann machen wir mal. Dauert halt ein bisschen. Aber so wäre wahrscheinlich die offizielle Findung unserer Schwester gewesen, wahrscheinlich. Unserer lieben Patty. Weil du dann questmäßig hierher geschickt wirst und dann siehst du eben hier am Strand Patty stehen, wahrscheinlich. Ja. Ich mache es halt gern anders. Kompliziert. Ja. So. Gut. So. Dann müssen wir mal. Vielleicht können wir noch irgendwas zerstören. Ist besser hier rauf, glaube ich, ne? Da oben ist ja ein kleines Häuschen. Und da tut er wohnen, der Kerl. Genau, hier. Hallo. Und zwar, mich schickt hier jemand. Genau. Faruko schickt mich. Ich soll dich nach Bergkristall fragen. Bitte. Bergkristalle? Faruko? Ja klar, warte mal. Hier hast du alle 5 Bergkristalle, die ich finden konnte. Ich fand sie in einer dunklen Höhle tief im Berg hier auf Kila. Sie lagen in der Nähe einer kleinen Wasserquelle. Sehr gut, danke. Gut, servus. Dann hätten wir noch den letzten, also wieder zurück zu die Piraten. Okay, ich muss sowieso dahin, das war jetzt eh kein Fehler jetzt in dem Sinne. Ich hätte sowieso den Weg auf mich nehmen müssen. Okay. Komme ich da auch auf mein Schiff? Nein, nur zum Piratenschiff rüber. Verdammt. Ich dachte schon. Aber nix da. Muss ich zu meinem richtigen, zu meinem eigenen Ruderboot. So, für dich habe ich, glaube ich, nichts. Mann, ich vermisse Takarigua. Ja, für dich habe ich nichts, leider. Ich hoffe, dass die Quest da nicht verloren ist. Die Eingeborenen lassen sich nicht so leicht über den Tisch ziehen. Sonst muss ich was teuer kaufen und dann abgeben. Mal schauen. So, lala. Servus, Patty. So, ich muss wieder an Bord. Wir müssen nach Seestechen. Wir müssen nach Antigua. So. Dann die Quest. Logbuch. Und wo ist dieser Magier? Ramon. Ramon ist hier. Lol. Das ist einfach. So. Ah ja, mit dem Ramon. Mei, bin ich blöd. Mit dem haben wir eh gequatscht. Ich bin 3-mal jetzt an dem vorbeigelaufen oder 4-mal sogar. Und ich hätte mit dem gleich quatschen können, ich Trottel. Aber wir werden jetzt mal eben ausrauben, damit es sich auch auszahlt. Und den Bergkristall. Schon mal etwas von Bergkristallen abgibt. Gehört? Natürlich. Wegen magischer Kristalle bin ich ja hier. Ja. Bergkristall ist eine ganz besondere Form. Ja. Ich fand 3 von ihnen hier in der Nähe eines Gewässers. Ja. Gib sie mir bitte. Gib mir deine gefundenen Bergkristalle. Warum sollte ich das tun? Meister Faruko schickt mich. Er braucht die Kristalle dringend. Oh, du kennst Meister Faruko. Dann will ich sie dir geben. Danke. Beeil dich aber mit der Übergabe. Faruko wartet schon sehr lange darauf. Sehr gut. Dann tschüss. Wieder runterlaufen zum Strand. Und dann geht's ab nach Takarigua, sage ich schon. Nach Taranis, genau. Zu die Magier, glaube ich. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und dann können wir tatsächlich, glaube ich, hier die Quests, die noch offen sind, als unerledigbar betrachten, glaube ich. Und dann werden wir Dämonenjäger. Sollte sich heute noch ausgehen. Mal schauen, was noch kommt. Ja, du nicht so, du armer Tropf. So, rauf, rauf. Nein! So, jetzt. Ich vergesse immer, dass ich hier eigentlich... Ja, egal. Ich denke, ich habe hier was für dich. Ich denke, ich habe da was für dich. Alles klar, schieß los. Und zwar... Leonard. Leonard hat mir etwas über Bergkristalle erzählt. Und was denkst du darüber? Er sagte, er hätte einige davon in einer zerschlagenen Druse in einem reißenden Fluss gefunden. Okay, Druse, reißendes Wasser, merken wir uns das. Dann Ramon. Ramon war sehr gesprächig. Er meinte, er hätte einige Bergkristalle in einem Gewässer nahe eines Berges gefunden. Ah ja, das hilft uns vielleicht weiter, danke. Ich habe mit Cisco gesprochen. Und weiter?
Er meinte, dass er ein paar Bergkristalle an einem Flussdelta fand. Sie waren ziemlich geschliffen. Dann hatten sie wohl einen weiten Weg den Fluss entlang. So, ich denke, das waren jetzt alle Wächter, die Magier entsandt haben. Du hast tatsächlich alle gefunden. Mhm. Keine schlechte Leistung. Hoffen wir, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Ich kümmere mich nun um den Rest. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Freund. Bitte gerne. Das war doch bestimmt noch nicht alles, oder? Auf keinen Fall. Ich schätze, ich weiß jetzt, wo wir nach Bergkristallen suchen müssen. Tatsächlich? Nach allem, was wir wissen, befinden sich Bergkristalle in der Nähe von Wasser und Bergen. Was ist also naheliegender, als bei großen Wasserfällen zu suchen? Nette Idee. Na klar, versuch es. Ich schwöre dir, ich habe recht. Neue Quest. Bergkristalle für die Magier. Na Gott sei Dank. Habe ich mir schon befürchtet, dass da was kommt. Also, dann schauen wir mal, ne? Stahlbarts Hut ist. Okay, das müsste ich auch noch machen. Bergkristalle für die Magier. Oh, da habe ich noch zu wenig. Petty anheuern, Jafar. Ja gut, dann können wir noch die beiden Quests eventuell machen. Das heißt, Bergkristalle. Ich hätte vielleicht nicht so viele hergeben sollen. Nee. Jo. Kann ich damit was anfangen? Ich schau mal. Tatsächlich. Da gibt es sehr viele Bergkristalle. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja super. Dann würde ich sagen, stehe ich mal nochmal in See. Nehme aber dafür... Vataran ist jetzt auch sowas. Warte, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen. Da waren jetzt ja zwei Seekarten. Ja. Ja, Taranis war auch eins. Hier sind ein paar... Da wäre jetzt Kalador. Aber schon bald besser. Na gut, wenn ich mich hier hinbohrte, das hier schön abgrase. Hier hinbohrte, das abgrase. Dann müssten das fast reichen. Für die Magier. Okay. Dann könnte ich nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Quest dann auch gleich abgeben. Okay. Also nein, das geht auch. Aha, das habe ich auch noch nicht geschnallt gehabt, dass ich hier mit dem Button sofort zum Schiff zurück kann. Das ist auch eigentlich... Nein, bin ich blöd. Auch eigentlich ein Reisepunkt, also so ein Teleportpunkt ist. Schön. Ich bin echt unentschlossen. Soll ich hier? Da wäre es halt leichter zu kriegen. Ach, was soll's. Schieben wir dorthin. Wurscht. So. Warte. Dich nehme ich mit. Komm mit. Ja. Hoppala. Zum Pier. Brauche ich zwar jetzt eigentlich nicht, aber es ist schön, dass man elegant aus dem Schiff klettert. So, dann würde ich sagen, hierhin. Und probieren wir unser Glück, ne? Also hier drüben sollten sich tatsächlich... Zusammen schaffen wir das! Hä? Ah, da unten. Sollten wir Kristalle finden? Das ist nur die Frage, wie komme ich da runter? Ja, lauf nur! Die Viecher gibt es wirklich überall. Ah! Hier kann man runter. Okay. Hier kann man runter. Gut, das ist gut zu wissen. Machen wir gleich. Tap, 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 tap. Ui, ein Klingenblatt. So. Dann schauen wir mal. Dann muss ich hier rüber. Dass ich das übersehen habe. Da war ich doch, oder? Glaube ich. Tap, 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 tap. Aha. Ich verstehe schon halt. Hier war ein Jadestein. Ah ja, ich verstehe schon. Hier runter. Wah, wah, wah. Autsch. So, hier dann irgendwo, ne? Oder direkt am Wasserfall hier drunter. Hier ist was. Lol, ein kleiner. Ein einziger.
Oh Gott. Oh mein Gott. Das wird übel. Das wird übel. Ja. Das wird übel, sage ich euch. Dann werde ich schnell was essen, glaube ich. Ein bisschen warten, sonst sterbe ich vielleicht noch. Das möchte ich nicht. Wow! So, hier sollte auch einer sein. Da. Na, das war ein Jadestein. Bisschen weiter herüben. Da. Da ist einer. Bergkristall. Sehr gut. Dann haben wir dort herüben. Das heißt, wieder hinporchen. Dort herüben gibt es Bergkristalle. Ich dachte, da gibt es Vorkommen, ne? Dass du richtig mit der Spitzhacke arbeiten darfst, aber ne. Nicht so wirklich. So, da herüben. Das ist, eitert schon in Arbeit aus. So. Hüpf. Da drüben. Ach, da sehe ich ihn schon. Hier ist er. Aha, da geht's rauf. Glaube ich. Muss da mal was schauen. Da, ich habe, glaube ich, ein Lagerfeuer gesehen oder hat mich das getäuscht? Ein Ende ist schon mal da. Ah, ich weiß schon. Ah, das war die Höhle. Ich verstehe schon. Da ist das mit dem Wasserfall. Ah, ich weiß schon. Das war die eine Mine da. Alles okay. Ach, schau. Was sehe ich denn da? Wandelnde Ruhmpunkte. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Au. Au. So. Gehen wir Vollgas. Und du auch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Sehr gut. So, wo sind sie denn gestorben? Hallo? Hä? Da. Einer müsste noch da drüben gestorben sein, irgendwo. Da vorne ein bisschen essen. Da vorne war auch ein Ungetier. Hier einen Drachenschnappi. Die Viecher gibt es wirklich überall. Au, das war ein Fail. Aber das Flammenschwert ist eindeutig stärker, glaube ich. Weil es von Haus aus schon fast doppelt so viel Damage macht. Gut. Das freut mich. So. Das haben wir abgegrast. Dann wird mir Caldera nicht wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dass ich bei Caldera das dann auch mache. Jo, näher als wie hier bin ich nicht. Das heißt, ich bohr mich mal kurz. Leider. Flatter, flatter, flatter. Muss ich dorthin laufen? Jeder Bergkristall zählt. So. Da. Servus. So. Grüß euch. Geht's dir gut? Ich hoffe. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oh, jetzt bin ich tot. Ja. Idiot. Das wollte ich nicht. So wollte ich das nicht. Ich dachte, ich kann da elegant mal runterschauen und dann bin ich schon gerutscht. So. Hihihi, haha. Ja. Jetzt muss ich halt den Weg nochmal laufen. Ne? Ich wollte jetzt nur mal schauen. Ach, ja je. So, wo ist hier der offizielle Weg? Das ist jetzt nicht unbedingt offiziell, aber geht. So, die Gnome arbeiten fleißig. Sehr brav. So.
So, jetzt muss ich kurz mal klubschen. Also hier lang zu unserer Linken. Das müsste dann hier sein. Da war ich nämlich auch schon mal, leider. Hü-hüpf. Und dann noch schnell Caldera rüber. So, hier. Hier oben. Aha. Huch. Wow. Wir das. Au. Nimm das. So, du auch. So. Immer her mit der Fahrstunde. Ja. So, und der andere ist weg. Warte, wo ist jetzt das Ding? Da heroben. Hüpf. Ha, schau, noch einer. Au. Geht ja. So, wo ist er jetzt? Da drüben. Da oben. Wow. Hüpf. Was war da? Hä? Ich dachte, da stand was. Das war nicht richtig. So. Ruck. Ui. So, hier. Ui. Hier oben sollte es sein. Hier ist er. Ein Bergkristall. So, schnell mal was essen. So, lala. Platsch. Und dann noch schnell da drüben diesen Wasserdings lutschen. Da war hier, genau. So, passt. Hier sind wir jetzt fertig, ne? Sehr gut. Das heißt, Teleport zum Hafen, genau. Und nochmal zurück nach Caldera. Puh. Ich hatte echt gedacht, das wären solche, wirklich solche Erzvorkommen, ne? Ah, da brauche ich nichts trinken. Das macht das Proviant schon. Ich dachte wirklich, das wäre so ein Erzvorkommen, dass du es mit einmal abbauen 8 zusammenbringst wieder oder so. Aber nein, das Ganze ist ein bisschen anspruchsvoller. Also, wir stechen in See, nochmal nach Calador. Ich sage immer Caldera. Calador. Mit K. So. Ich weiß nicht, warum ich immer Caldera sage. So. Mitgehen. Komm mit. Wie du willst. Jetzt habe ich gerade überlegt, hä, was wollte ich jetzt eigentlich? Nein. Halt, langsam. So. Ich will porten, glaube ich. Und zwar muss ich hier beginnen. Gibt es weiter oben auch noch ein Port? Na. Jetzt wäre gut, der hier nehmen. Der ist zu weit, oder? Der wäre näher. Hier, gleich da durch. Dahin. Ist besser der, glaube ich. Ist gleich, oder ist wurscht, ist beides gleich weit. So, Taverne. So. Dann einmal zum Fluss. So, speichern tut schon mal, das ist sehr gut. Hoppala. Schau, eine Felsspinne. Mehrere Felsspinnen, das ist gut. Aua. Da unten ist noch eine große Grabspinne. Sehr gut. Ja, pfui Spinne. Richtig. So, schön looten. Auch hier noch ein Goldklärchen. Sehr gut. Das ist speicherungswürdig, würde ich sagen. Weil da vorne sehe ich schon wieder so ein Krabbelfiech. Warte. Da bin ich gleich verkehrt. Da brauche ich schon den Spielstand hier. So, genau. Oder hat das nur so ausgeschaut? So, und ab hier müsste ich jetzt flussaufwärts gehen. So, weil ich wahrscheinlich jetzt da schnell noch die Flussseite wechseln, dass ich leichter laufen kann. Und dann schauen wir mal. Da haben wir schon mal den ersten
Hüp. Den ersten Wasserfall. Das sollte dann auch schon etwas sein. Da ist er schon. Genau. Ich möchte gerne hier hoch. Danke. Hüp. Hüp und Hüp. Sehr gut. Okay. Ah, da ist eine Spinne. Eine Grabspinne. Au. Sehr gut. Die hat's überstanden. So, dann nehmen wir auch. Aha, da grummelt schon wieder irgendwas. Ein Scavenger. Huch, und ein Drachenschnappi. Sehr gut. Das war ein Kampf? Ja. War anständig. So. Jetzt muss ich darüber schauen. Ich dachte schon, da wäre jetzt ein Alligator oder so. Kann mir nämlich auch passieren, weil es hier recht tief ist. Sollte hier nicht einer sein? Na, schaut nett aus. Da ist er. Gut. Jetzt muss ich noch irgendwie schauen, dass ich hier raufkomme. Ah, da ist ein Scavenger. Sehr gut. So. Also dann hier mal den Fluss entlang. Da ist noch ein Scavenger. Ein Hütchen haben wir hier auch. War ich hier schon mal? Au. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja. Ich muss mal da kurz vorbeischauen. War ich hier schon mal? Riechst du das? Was meinst du? Freiheit. Wer hier lebt, ist frei und geht seinen eigenen Weg. Wonach? Hier war ich definitiv noch nicht. Dann schauen wir uns die Burschen nochmal an. Hallo! Das ist ja mal eine Überraschung. Ja. Ein Fremder hier in der Wildnis? Ja. Wie heißt du? Mein Name ist... Psst. Hast du das gehört? Da raschelt ja doch was. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Gefährliche Gegend. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Was gibt es hier zu jagen? Gefährliche Gegend? Gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich. Jagen mir ständig die Beute ab. Deine Hütte liegt ganz schön abgelegen. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier, im Einklang mit der Natur, hat man seine Ruhe. Moment, war da nicht wieder ein Geräusch? Ich habe keins gehört. Hast du keine Angst vor den Schatten? Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Schön. Große Viecher. Genau mein Ding. Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Was gibt's hier zu jagen? Ja? Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Gut erkannt, Junge. Befolge die Regeln des Waldes und er wird sich um dich kümmern. Hier, das hat die letzte Jagd abgeworfen. Behalte es ruhig. Danke. Große Viecher, genau mein Ding. Große Viecher? Mhm. Genau mein Ding. Oh ja. Wirklich? Mhm. Ist dir klar, dass die einen ausgewachsenen Menschen in Stücke reißen können? Mach Nimm ich auch. Die Jagd nicht auf die leichte Schulter. Im Rudel sind diese Biester mordsgefährlich. Was gibt es dann zu jagen? Was gibt es hier zu jagen? Vom Varan bis zur Grabspinne treibt sich hier so ziemlich alles an Viehzeug rum, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann hört man hier ein sehr merkwürdiges Geräusch.
Wovon sprichst du? Ein Tier? Wovon sprichst du? Wovon sprichst du? Vermutlich trifft man darauf, wenn man im Norden über den Wasserfall geht. Da ist irgendetwas Großes. Ich rate dir, sehr vorsichtig zu sein, wenn du dahin gehen willst. Lass uns Biester jagen. Oh, hoppala. Lass uns Biester jagen, wollte ich sagen. Aber der Part ist zu Ende. Das war jetzt eigentlich unbewusst richtig. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.